2023 und es gibt wieder Fotoreisen. Ich freue mich, dass ich in diesem Video endlich wieder neue Fotoreisen ankündigen kann. Corona hat 2020 mir meine letzten Fotoreisen versaut. Da war vieles geplant. Wir hatten 2 Tage, bevor es losgehen sollte, auf die Färöerinseln die letzte Reise absagen müssen. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Und jetzt geht es aber endlich wieder los. Das heißt, wenn du Bock hast, mit mir gemeinsam und einigen anderen Fotowütigen auf eine Fotoreise zu gehen und eine Woche lang ein richtig cooles Abenteuer zu erleben, dann bist du jetzt hier genau richtig. Ich möchte dir heute nämlich mal ein paar Informationen geben und dir die ersten beiden Fotoreisen vorstellen, die dieses Jahr geplant sind. Es geht nämlich los mit Madeira und zwar vom 11. bis zum 17. November werden wir auf Madeira sein, eine der coolsten Inseln, die man sich vorstellen kann und ein absolutes Must-Have auf der Liste für Landschaftsfotografen. Wir haben auf Madeira alles. Wir haben coole Strände, wir haben Berge, wir haben Wälder, wo auch ganz oft Nebel drin ist. Wir haben coole Küsten, die sehr schroff sind. Wir haben tolle Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, sehr wechselhaftes Wetter. Also genau das Richtige für richtig tolle Erlebnisse. Und natürlich haben wir auch Wasserfälle, und zwar versteckte Wasserfälle. Und da ist nämlich auch schon der erste Punkt, warum sollte man mit mir auf eine Fotoreise gehen? Weil wir halt auch nicht nur zu den Touri-Spots fahren, sondern auch zu Locations wandern, wo halt nicht jeder hinkommt, die halt nicht jeder kennt. Wir werden insgesamt mit maximal 6 Teilnehmern unterwegs sein, das heißt, die Gruppe ist auch relativ klein und jeder hat also auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich helfen zu lassen, falls notwendig, aber auch einfach die Woche zusammen zu genießen, als Gruppe sich gegenseitig zu helfen, sich auszutauschen, dem besten Hobby der Welt nachzugehen gemeinsam. Wir werden alle gemeinsam in einer großen Unterkunft wohnen, wir werden gemeinsam kochen, wir werden gemeinsam Bildbearbeitung machen, wir werden gemeinsam auch die Bilder besprechen, die wir gemacht haben und natürlich auch gemeinsam entscheiden, zu welchen Locations wir fahren wollen. Es wird so sein, ich werde die gesamte Reise planen, ich bin aber auch sehr flexibel und wenn ihr Bock habt, etwas anderes zu machen, dann können wir das natürlich auch entsprechend tun. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du eine Reise bei mir buchst, dann ist diese Reise komplett organisiert. Alles, was du noch tun musst, ist, dich um Hin- und Rückflug zu kümmern. Aber ansonsten, vor Ort holen wir dich vom Flughafen ab, wir fahren dich zur Unterkunft, wir fahren dich zu allen Locations, wir übernehmen auch die Planung, wir gucken, wie das Wetter und so weiter ist, wo macht es jetzt am meisten Sinn zu fotografieren. Das stellen wir euch dann gemeinsam vor und dann können wir zusammen entscheiden, ob wir das machen oder nicht. Also auf jeden Fall eine richtig coole Woche und mit einer ganzen Menge Spaß. Du wirst auch eine ganze Menge lernen und am Ende geht hoffentlich jeder mit richtig tollen Fotos nach Hause. Ich habe dir alle Informationen dazu auch mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Da kannst du dir die ganze Reise nochmal ansehen. Da ist auch nochmal alles genau beschrieben. Und natürlich kannst du dort auch direkt buchen oder weitere Fragen stellen, falls du noch welche hast. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Reise. Und die findet auch sogar ein bisschen früher statt in diesem Jahr. Nämlich die Färöerinseln. Und zwar vom 26. August bis zum 1. September. Auch hier wieder eine Woche lang. Genau dasselbe. Maximal 6 Teilnehmer, kleine Gruppe, gemeinsame große Unterkunft. Und wir werden auch hier wieder gemeinsam kochen, zu allen Locations fahren und einfach eine tolle Zeit haben und tolle Fotos machen. Auch hier wird es wieder so sein, dass wir mit Locals zusammenarbeiten, die uns Zugang zu Locations geben, wo man normalerweise nicht so einfach hinkommt. Und von daher hast du hier auch wieder große Vorteile. Ansonsten ist das relativ ähnlich wie auch Madeira. Färöerinseln, auch eine Inselgruppe mit sehr krassen Landschaften, sehr schroffen Landschaften, teilweise noch sehr unberührt. Das ist alles noch touristisch nicht so erschlossen wie jetzt zum Beispiel Island oder so. Und von daher macht es auch den besonderen Reiz an der Stelle aus. Und ich hoffe, dass wir uns auf einen der Reisen dann auch wirklich mal kennenlernen, dass wir eine tolle Woche zusammen verbringen und einfach auch mit tollen Fotos am Ende nach Hause gehen. Also falls du Interesse daran hast, dann schau einfach mal unten in der Videobeschreibung rein. Dort sind beide Reisen schon verlinkt. Da kannst du einfach mal draufklicken für weitere Informationen. Du kannst mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben, falls du noch Fragen hast. Aber ich freue mich drauf, euch kennenzulernen, mit euch gemeinsam eine schöne Zeit zu haben. Das soll es an dieser Stelle schon gewesen sein. Jetzt mal ein kleines Video hier zwischendurch, wo ich diese Reisen ankündige, weil ich auch einfach denke und hoffe, dass ihr auch Bock habt, mal wieder auf eine Fotoreise zu gehen. Ich habe zumindest viele Anfragen von euch bekommen, wann es denn endlich wieder losgeht. Und jetzt endlich ist es soweit, es geht wieder los. Ich freue mich und ich hoffe, dass wir uns auf den Reisen sehen und natürlich auch im nächsten Video wieder. Also bis dann.